Willkommen zurück bei Extra. In diesem Jahr kommen die Superstar-Kandidaten in ihrer Villa richtig ins Schwitzen. Allerdings nicht in der Sauna. Dafür bleibt auch kaum Zeit. Sie müssen nämlich ein knallhartes Tanztraining absolvieren. Ein professioneller Choreograf macht die Jungs und Mädels fit für ihre Auftritte. Zum ersten Mal durfte jetzt ein Kamerateam bei diesem Coaching dabei sein. Heiko Weiler zeigt Ihnen die Bilder. Noch 9 sind dabei, aber bereits nach der ersten Motto-Show hat sich die Spreu vom Weizen getrennt. 4 Kandidaten scheinen die aktuellen Lieblinge bei Jury und Publikum zu sein. Sie sind bei der ersten Motto-Show locker weitergekommen und haben mit ihrem Talent überzeugt. No heaven. It's easy if you try. Don't let me close one more door. I don't wanna hurt anymore. Oh! Yes, I'm the great pretender. Just laughing again like a clown. Yes, we can. Wir zeigen exklusiv den Weg der Kandidaten bis zur ersten Motto-Show. Choreograf Dirk Heidemann ist bei DSDS dafür zuständig, dass aus einem talentierten Sänger ein guter Künstler wird. Im normalen Leben Bundesnachwuchstrainer für lateinamerikanische Tänze kümmert er sich hier um die Performance der Kandidaten. Einige sind leicht formbar, nehmen das auch sehr gerne an. Andere sind schwieriger und meinen schon, eine große Persönlichkeit zu haben. Meinen das, aber dem ist natürlich nicht so. Am Donnerstag, 2 Tage also vor der ersten Motto-Show, kommen alle Kandidaten zu Dirk Heidemann in ein kleines Zimmerchen und stellen ihre Nummer vor. Ja, gut, sehr schön. Tätzchen? Ja, ich mich auch. Ja. Okay. Holger ist sicherlich jemand, den man etwas bändigen muss. Yeah! Ja, genau. So, zum Beispiel. Etwas kultivierter. Guck mal genau, wie der Dirk das macht. Das heißt, du machst up, down, up, down, up. Und mehr soll down, ich gar nicht machen. Up, down, nicht mehr. Und das kannst du dann zum Beispiel auch im Klavier machen. Kannst du auch badam, bedung, gedang, gedung, gedang. Weißt du, die eigentliche Angst, die ich habe, ist bei dem Auftritt irgendwie, dass es der Jury zu langweilig wird, weil ich so wenig mache. Oh, yes! Langweilig wird's mit Entertainer Holger auch beim Training nicht. Ich will ja nicht irgendwie eine scheiß Schlagzeile machen oder was. Ich will, dass alles, was ich mache, dass das irgendwie gut rüberkommt. Am Freitag dann die erste Probe auf der Bühne. Dirk Heidemann passt auf, dass Holger nicht aus dem Rahmen fällt und will ihm eine gute Abschlussverbeugung beibringen. Wobei der 27-jährige Unterfranke den Takt aber nicht so ganz richtig trifft und immer vor dem Choreografen fertig ist. So ist auch okay. Am Samstag verfolgen wir mit Dirk Heidemann die erste Motto-Show und Holgers Auftritt. Nun, es sollte eigentlich ein bisschen ruhiger sein am Anfang. Und klappt das mit der so oft geprobten Verbeugung? Achtung! Zu früh. Das hatte ja so ein bisschen was von einem afrikanischen Paarungstanz. Das muss ich wirklich sagen. Das andere, Holger, was jetzt kommt, ist noch wichtiger. Holger, du bist DSDS, 100%. Danke, danke dir. Auch Sarah will 100% DSDS sein. Ihre Stimme ist beeindruckend. Das allein reicht aber nicht aus. Der 19-Jährigen mangelt es an positiver Ausstrahlung. Was mich am meisten stört, ist, dass du nirgendwo hinguckst. Ja, du bist immer in dir und immer, das drückt so eine Panik aus. Du hast so viel Kraft im Gesicht, so viel Kraft in den Händen. Das ist immer so ein Stereotyp, weil du immer den Arm dann ausstreckst, aber nicht beendest. Du bist immer nur bis hier. Du musst die Menschen umarmen. Atem- und Entspannungstraining für Sarah, damit sie positiver und selbstbewusster auf der Bühne rüberkommt. Und ausatmen. Aber das muss jetzt noch viel besser sein. Die Sarah Kreuz ist jemand, die
ein unglaubliches Talent hat, das aber nicht weiß, ne? Und deswegen in der Präsentation immer etwas unsicher wirkt. Mein Selbstbewusstsein wird sich steigern. Wenn ich gar kein Selbstbewusstsein hätte, wäre ich nicht hier, dann hätte ich mich auch nicht angemeldet und dann wäre ich auch nicht so weit gekommen. Klar, manchmal hat man Schwierigkeiten oder so, manchmal läuft alles nicht so glatt, aber da muss man durch und ich pack das und ich lebe für meinen Traum und meinen Traum, den werde ich auch leben, egal was kommt. Auf der Showbühne ist von mangelndem Selbstbewusstsein wenig zu spüren. Sarah beeindruckt den DSDS-Choreografen. Das ist schon toll, wenn man denkt, wie die noch vor 2 Wochen vor mir stand und sich zupfte an allen Sachen und noch nicht mal gerade vor mir stehen konnte. Das ist eine ganz enorme Entwicklung. Es gibt aber was, was ich bemäkeln will. Ich glaube, du solltest dir morgen mal in der Wiederholung, sag ich mal, deinen Auftritt angucken, weil ich glaube, du musst visuell kannst du noch ein bisschen freundlicher rüberkommen. Du siehst doch manchmal sehr, sehr ernst aus, ja. Dominik ist ziemlich locker, aber Dirk Heidemann ist beim ersten Training von dem 18-jährigen Tellerwäscher nicht sonderlich beeindruckt. Das war nett, das war aber nicht überzeugend gerade eben. Eigentlich müsstest du auch sehr viel Wert darauf legen, dass du nicht mehr so viel die Augen zumachst. Am Anfang gerade Imagine There's No Heaven, müsste man mal nach oben gucken. Und das setzt Dominik bei der Show direkt um. Imagine there's no heaven. Das sah schon alles ganz Superstar-mäßig aus, Kleiner. Wirklich. Dankeschön. Superstar-mäßig will auch Daniel rüberkommen, zweifelt aber sehr an seiner Bühnentauglichkeit. You should understand me. Ich bin nicht, bis jetzt nicht so der Performer, glaube ich. Also ich gehe auch bei den anderen ein bisschen unter. Ich muss durch meine Stimme glänzen, um das ein bisschen wegzumachen. Wichtig sind deine Augen. Mhm. Da guckt man hin. Das musst du rüberbringen. Bei der Show gehört Daniels Auftritt zu den Höhepunkten des Abends. Performance kann man bei dem Lied ja nicht viel machen, sondern es ist ja mehr der nette Fokus in die Kamera, das hat er drauf. Also er weiß schon, was Mädchenherzen höher schlagen lässt. Er ist in diesem Wettbewerb der Mann mit der außergewöhnlichsten Stimme überhaupt. Daniel, du hast, Mensch, also schätz dich mal richtig ein. Du bist ein super, super Sänger, ganz ehrlich. Es gibt ein altes deutsches Sprichwort, ja, und das heißt, alles Gute kommt nach oben. Und du kommst nach oben, ich schwör's dir. Daniel ist locker weiter. Genauso wie Sarah, Dominik und Holger. Für andere dagegen ist die erste Motorshow eine nervenaufreibende Zitterpartie. Einer muss jede Woche gehen und für die, die am Ende oben stehen, sind das Höllenqualen. Wenn sie dann erfahren, dass sie weiter sind, ist die Erleichterung grenzenlos. Ersatzkandidatin Michelle muss nach kurzem DSDS-Comeback wieder runter von der Bühne. Für die übrigen 9 beginnt die Vorbereitung auf neue Songs mit garantiertem Nervenkitzel am nächsten Samstag. Dann müssen sich auch die Favoriten wieder neu beweisen. Yes, we can!